06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Manuel Farona, Paul Lüde auch an dieser Stelle erstmal noch einmal herzlich willkommen in Münster. So lange bist du noch nicht da, aber heute schon mal einen ersten Geschmack vom Stadion, von der Mannschaft bekommen. Wie war es für dich? Erstmal muss ich sagen, hat Spaß gemacht, wieder Fußball spielen zu dürfen unter Wettbewerbsbedingungen, sage ich jetzt mal. Schon eine Weile bei mir her und das Spiel hat Spaß gemacht, aber bringt natürlich mehr Spaß, wenn man den Sieg am Ende holt. Was hat euch vielleicht im letzten Drittel gefehlt, dass man eben heute dieses eine Tor macht? Naja, gegen eine Mannschaft wie Rödinghausen kriegt man halt nicht 20 Chancen, sondern vielleicht nur 6, 7 und davon musst du halt eine machen, um am Ende zu gewinnen. Und das haben wir heute nicht gemacht, das machen wir nächstes Mal einfach besser. Wie war es für dich jetzt das erste Mal mit der Mannschaft auf dem Platz? Es gab einmal kurz einen Crashkurs vorher, aber man spielt ja doch das erste Mal dann zusammen. Ach, das ist ein Prozess. Also das war jetzt das erste Spiel. Zusammenwachsen tust du ja nicht in 2 Tagen. Also es war gut, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Jungs können Fußball spielen und ja, wir werden noch viele Spiele gewinnen. Sascha Hildmann wieder über 90 Minuten gefightet, eigentlich über 90 Minuten dominant gewesen, dann ist es aber heute mal beim 0:0 geblieben. Muss man mit leben? Ja, nehmen wir absolut an. Ich glaube, wer da aber das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir wieder alles investiert haben, wirklich versucht haben, nach vorne zu spielen. Torchancen hatten wir auch, 2, 3, 4 richtig gute. Heute haben wir es leider nicht reingemacht und so nimmst du das 0:0 an. Wir werden weitermachen auf dem Weg, wo wir jetzt eingeschlagen haben und ich kann der Mannschaft wirklich dann 0 Vorwürfe machen. Kann man es irgendwie an Gründen festmachen, warum es im letzten Drittel heute vielleicht nicht so gut geklappt hat wie sonst schon mal? Ja, ich glaube, erstens glaube ich, dass der Gegner sich auch ordentlich gewehrt hat. Hat natürlich mit seiner Spielart versucht, da immer wieder uns da aus dem Konzept zu bringen. Nickeligkeiten, mal liegen geblieben, mal auf Zeit gespielt, so die ganzen Sachen, die halt hier auch viele Gegner spielen wollen oder machen wollen. Trotzdem, wir hatten 2, 3 richtig gute Dinge, Kopfball aus 5 Meter von Luke und so weiter. Also ja, einfach auf dem Weg weitermachen und dann machen wir vielleicht auch mit weniger Chancen wieder ein Tor. Ja, das wäre heute dann wahrscheinlich auch vielleicht zu viel des Guten gewesen, wenn man wieder in der 90. Minute das Ding hier zum Explodieren bringt. Warum denn nicht? Ich meine, was spricht denn da dagegen? Ist doch schön, wenn wir sowas hatten. Keine Frage. Jetzt geht es nächste Woche nach Aalen. Es wirft ja keinen aus der Bahn, wenn man jetzt mal einmal 0:0 spielt. Also für die Mannschaft geht es einfach weiter im Programm. Nein, genau. Also es ist jeden Samstag ein harter Fight. Ich habe das gesagt. Das ist auch keine Mannschaft Rödinghausen, die da unten irgendwas verloren hat. Ich glaube, das hat man heute auch gemerkt. Und immer Demut. Und auch Aalen wird schwer. Hoffen, dass viele Fans von uns mitfahren, uns wieder dort unterstützen und wir dann da erfolgreich spielen können. Julian Schauter, man sieht es ja an, ganz glücklich bist du mit dem Ergebnis nicht, verständlich, man will die Partie gewinnen. Was hat heute vielleicht die letzten 5-6% gefehlt, damit man hätte gewinnen können? Ja, wir hatten das Spiel eigentlich so weit unter Kontrolle, ich glaube, die hatten jetzt keine riesengroße Chance. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, das war uns aber von vornherein klar. Ja, wir haben gut dagegen gehalten, vielleicht haben uns die letzte Galligkeit vorne im Strafraum so ein bisschen, auch das, ja, die Abläufe so ein bisschen gefehlt, die wir sonst immer drin haben und ja, da müssen wir halt mal mit 0:0 zufrieden sein heute. Man kann nicht jedes Spiel in der Saison gewinnen, das ist klar, aber man ärgert sich ja trotzdem am Ende immer drüber. Ja, gerade ein Heimspiel, glaube ich, wir hatten wieder die Kontrolle vom Spiel. Ja, ich glaube, ein Sieg wäre jetzt nicht unverdient gewesen, glaube ich. Und deswegen ärgert man sich halt. Man war ja auch ganz knapp davor, hier gefühlt ein zweites Aachen zu machen und in der 90. das Ding nochmal über die Linie zu drücken. Tut dann weh. Ja, wir haben immer noch eine gewisse Wucht dann hinten raus. Ich glaube, wenn wir dann mit langen Bällen, mit Flanken nochmal den Ball reinkriegen, haben wir einfach auch eine Qualität vorne drin. Heute hat es nicht gereicht, wird auch nicht immer reichen, deswegen wäre es besser, wenn wir das Spiel vielleicht schon etwas schneller entscheiden können, aber ja, müssen wir heute mitleben. Wie du sagst, am Ende ist es ein 0:0, also es wirft jetzt keinen von euch aus der Bahn. Auf keinen Fall, also ich glaube, mit dem Start kann man jetzt erstmal leben. Ich glaube, unser Anspruch ist trotzdem, dass wir alle Spiele gewinnen wollen. Ich glaube, das ist auch ein guter Anspruch, deswegen machen wir so weiter und dann holen wir uns das in Aalen vielleicht zurück.